Okay, und jetzt schauen wir uns mal um, ob wir irgendwas... Ist doof wieder. Alles in Englisch. Haben wir hier auch irgendwas? Ja, Map. Ja, die kennen wir. Ist alles auf Englisch. Okay, können wir sonst irgendetwas... Unmäßig ist hier irgendwas an Truhen. Oder eine Truhe. Hallo? Das ist ein Schießstand. Da haben sie sich sicher ausgeruht. Kann ich? Nicht. Keine Truhe, nix für mich. Da wird geschlafen. Die zwei Sachen können wir zerstören. Ach so. Okay, ist hier vielleicht noch irgendetwas? Spielzimmer. Ist auch Englisch. Jawohl, jawohl, jawohl. Banane. Warte, warte, warte. Hier ist... gar nichts. Ein Schrank ans Bett. Okay, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Sicher bin ich mir nicht. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, ist gar nichts mehr. Okay, dann schauen wir, dass wir wieder zurück hochkommen an die Oberfläche. Dass ich hier so Zwischenstopps machen kann, gibt es doch irgendwo eine Truhe oder so. Da komme ich nicht höher. Ach so, da oben ist dann vorbei. Dann sind wir wieder an der Oberfläche. Okay. Gut. Das ist... die Tür. Da, wo ich am Anfang gedacht habe, ich könnte hier... Das sieht so merkwürdig aus. Wo ich geglaubt habe, ich kann durch, aber nee, das ist von der anderen Seite. So, wo kommen wir jetzt hin? Jemand, ohne den wir alle... Oh, was, ohne den wir alle ärmer sind. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass du im Rathaus warst, um deine Werkstatt anzumelden. In der kurzen Zeit, die seitdem vergangen ist, hast du bereits sichtbare Spuren in Sandrock hinterlassen. Und genau trauen die jetzt um mich. Die Schonersbrücke, der Wasserturm... Und wer von uns hat nicht schon einen Auftrag aus der malerischen, aber geschäftigen Werkstatt drüben am Hügel bekommen? Obwohl dieses außergewöhnliche Mitglied der Handwerkergilde diese Erde verlassen hat, wird der Geist von Ori für immer bei uns bleiben. Oh, verdammt. Ihr habt recht, ich habe den Geist gefunden. Super. Ich laufe einfach auf. Hey.
bin da. Ohne Vorwand. Ja. Ari, du bist am Leben. Ich bin am Leben. Meine Herren. Du bist in Ordnung. Ich dachte wirklich, du wärst. Was für eine Erleichterung. Du hast uns halb zu Tode erschreckt. Puh, wir wussten alle, dass du nur so tust. Cooper. Cooper. Also ich wusste es. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich bin so froh. Du bist nicht so leicht zu besiegen, was, Handwerker? Ich verkünde hiermit, dass Grace Beerdigungsomelett von nun an bekannt ist als Feieromelett. Ben. Was für eine erstaunliche Geschichte. Zurück von den Toten, schön für dich. Ich bevorzuge die lebende Version von dir, so wie die meisten Bürger von Sandrock, nehme ich an. Nachdem ich die Nachricht gehört hatte, habe ich den ganzen Ort auf den Kopf gestellt, aber ich konnte dich nicht finden. Du weißt ja, dass man normalerweise an einem Ort wartet, wenn man verloren gegangen ist. Nun, bei einer solchen Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Willkommen zurück, Ori. Aber sag mal, wenn du da draußen seltsame Begegnungen hattest, die vielleicht etwas mit Banditen zu tun hat, würdest du es deinem alten Kumpel Ben erzählen, oder? Natürlich würdest du das. Was sage ich denn da? Wir sehen uns. Okay, warte mal, dann war... Wo sind denn die jetzt alle? Da vorne ein Justice. Und da unten so, mit ihm müssen wir noch reden, oder? Wir haben überall gesucht. Was zum Teufel ist passiert? Ist eine lange Geschichte. Tja, schade. Wir sollten uns bald wieder treffen und du kannst mir die Details erzählen. Verdammt, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass ich so falsch lag. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Ori. Es wird nie wieder vorkommen. Oh, Bronco. Ah ja, diese feige Bohne. Er ist aus der Stadt geflüchtet, weil er dachte, er hätte dich vielleicht, du weißt schon, dich umgebracht. Nein, ich habe nicht vor, ihm zu folgen. Denn Kerl, um sich zu haben, war immer sehr mehr Ärger, als es wert war. Er ist jetzt das Problem von jemand anderem. Hey, wir haben es erst 13 Uhr. Wo ist denn jetzt der Haru? Nicht der Haru, der Unsur. Hier, kannst du nicht stehen bleiben? Achso, mit ihm muss ich gar nicht reden. Mit wem muss ich dann reden? Aber er hat drei Kopfzeichen da, oder nicht? Okay. So, gut. Achso, das ist ja gar nicht meiner. Da ist er. Jetzt ist die Frage, was macht man jetzt mit dem angebrochenen restlichen Tag? Wir gehen mal zur Ruhe. So. Ah ja, die Grace, hier. Hey, Ori, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Ach so. Wie bist du so schnell genug zum Kochen zurückgekommen? Ist jemand hier? Was meinst du, Ori? Ich habe heute Morgen früh mit dem Kochen angefangen. Du musst mich wirklich aufklären, was passiert ist, wenn ich nicht so beschäftigt bin. Also sie vertuscht das, ne?
okay, sonst ist niemand da, okay. Aber wo ist denn... Ist er vielleicht zu Hause? Alter, das Bild. Geschichtsbücher, Romane und, was nicht überrascht, viele Kochbücher. Eine sticht besonders hervor, 101 Verwendungsmöglichkeiten für Oregano. Ich glaube, Oregano ist sowas, das kann man überall nutzen. Hä? Seine Küche. Wo ist denn er? Oh no, ich habe ja mein Kamel dabei. Ah, der wird bestimmt in der Küche gewesen sein. Schauen wir nochmal rein. Auch nicht. Steht er eh. Wir reden mal mit ihm. Also er ist froh, dass wir sicher zurück sind. Okay. Alter Ventilator. Ja, ich weiß nicht, wo ich den herkrieg. Rezepte? Irgendwie Lust auf Ei? Ja, wir teilen. Bitteschön. Ein kleines Geschenk. Haben wir irgendwas? Für dich. Die Blätter. Mach mal einen ruhigen Tag. Mach mal einen ruhigen Tag. So, wo kann ich die Schießpulver kaufen? Ich würde gerne das Feuerwerk sehen. Oder kann ich selbst welche herstellen? Na, herstellen kann ich keine. Warte mal. Ist das oben hier mal nicht? An den Treppen vielleicht? Irgendwo habe ich schon mal gesehen. Da. Okay, wir nehmen 10 Stück. Okay. Dann gehen wir uns Feuerwerk anschauen. Komm.
ich hätte halt reiten sollen, wären wir vielleicht ein bisschen eher hier. So. Ja. Lilafarbene Feuerwerkskörper, blaue würde ich gerne sehen. Lila und blau. Okay. Mach mal ein U. Witzig, dass wir genau den gleichen Buchstaben haben. So. Sind ja grün und rot. Das war wirklich eine tolle Show, Handwerker. Wenn wir in die Stadt Konzerte veranstalten, könntest du die Stimmung anheizen. So, was kann man noch machen? Hinten einfach reden kann man auch machen. Hier. So. Ja, sitzen bleiben und reden. Kriegst du mal ein Geschenk? Dann mach mal immer Kompliment. Persönlichkeit. Hey, mir geht's gut, aber sieh dich doch mal selbst an. Ja, ich betreibe diesen Salon schon etwas länger, als eine Pandamaus lebt. Und ich kann nicht behaupten, dass ich jemals jemanden wie dich getroffen habe. Das ist übrigens ein Kompliment. Naja. Manchmal frage ich mich, wie die Leute... Was? Warum? Manchmal fragen mich die Leute, warum ich darauf bestehe, Grease zu behalten, obwohl ihre Kochkünste eher, du weißt schon, kreativ sind. Ich glaube, ich sehe einfach etwas in ihr, weißt du? Sie hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis und ist immer blitzschnell. Ich bin mir sicher, dass sie es nach ihrem Abschluss sehr weit bringen wird, auch wenn sie nie Meisterköchin oder so wird. Deshalb möchte ich ihr helfen, so gut ich kann, solange sie hier ist. Okay, und dann? Oh, wir haben schon wieder Händchen gehalten. Wie Magnete. Naja. Und jetzt gehen wir noch was essen. Es müsste ja sich noch ausgehen. Nach der Arbeit fragen. Ich halte nicht nur eine Tradition aufrecht. Ich liebe es, mich um den alten Salon zu kümmern. Ich habe Streite geschlichtet, Leute beim Heiratsantrag geholfen und jede Art von Gesprächen belauscht. Es ist ein Wechselbad der Gefühle und ich habe nicht vor, abzusteigen. Okay, 2 Hammer gerade noch. Dann geben wir ihm noch ein Geschenk und zwar... Mag er vielleicht, ich glaube eher essensbedingt wäre vielleicht nicht so schlecht bei ihm, ne? Das Dings glaube ich, nee. Sandbeeren, Kaffeebohnen. Naja, hey, das ist schon in Ordnung, danke. Gut, dann essen. 70% Rabatt. Wir schlagen zu. Und dann nehmen wir natürlich wieder nur das teuerste.
27 Punkte haben wir. Okay, wir könnten eigentlich eh nichts mehr machen, dann Treffen beenden. Mein Schatz, von all den Menschen, die ich im Laufe der Jahre die Türen meines Salons geöffnet habe, ist keiner mit dir zu vergleichen. Heute war ein so toller Tag. Okay. Haben wir heute sonst irgendetwas noch? Lagerfeuergespräch oder sonstiges? Muss ich schauen. Gleich im Kalender, warte. Aber zuerst mal gehst du zurück. Kalender. Heute ist... Achso, nee, wir sind noch unterwegs. Okay, ja. Okay, ein Ding wäre hier... Okay, hier... Warte mal, wo habe ich letztens... Achso, hier drüben ist das. Okay, zahlt sich das aus? Kastanien mitnehmen? Warte mal, wo sind denn in der Verkaufstruhe, ne? Da haben wir Kastanien drinnen. Ich brauche ein viel größeres Haus, hey. So. Das müssen wir dann eh bald mal ausbauen, vielleicht. Da wollen wir rüber. So, wo da hinten ist. Warte, dann nehmen wir wieder mit. Die können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Aber ist da noch einer? Da vorne glitzert's. Ah nee, das ist aber keiner. Okay. Versuchen wir noch kurz zu angeln, oder? So, und zwar, hier haben wir zwei Stück. Nein. Oh, ich habe ihn, Gott sei Dank. Kriegen wir beide rein? Yes. So, und jetzt, was wollten die? Kleiköder, was nicht? Ich glaube, die Kastanien waren es, ne? Ja. Kastanien sind halt immer so schnell weg. Warte, wir nehmen ihn mit. Gut, wir haben ihn. Immerhin haben wir zwei bekommen.
So, da müssen wir uns jetzt beeilen. Kriege ich beide. Ah, verdammt! Ja, Kastanien sind immer so schnell weg. Ah. Wie wenn sie aufgefressen worden wären, so. Jetzt kommen wir wieder drei. Aber ich habe alle drei erwischt. Sehr cool. Ah, es war zu spät. Okay. Falsch. So rum. Wo ist denn unser... Hier. So. Hopp, 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 hopp. Dann gehen wir nach Hause. Tag war lang. So, achso, hier drüben. So, Dali. Dann gehst du bitte nach Hause. Ich schaue, was uns der Nemo gebracht hat. Aha. Okay. So, die Sachen, ja, das mache ich dann alles morgen. Wir fahren da jetzt mal hoch. Hallo, Sandmauer. Jetzt. So, dann schauen wir hier noch. Wie sieht es denn hier aus? Hier füllen wir mal nach. Und hier können wir auch nachfüllen. Gut, okay. Ist das hier zu machen? Ah, nee, ich glaube hier. Genau. Dann brauchen wir einmal. Und das brauchen wir einmal. Sehr schön. Dann haben wir die zwei Sachen gemacht. Sandkarpfen wäre nicht schlecht, wenn ich hier hochgegangen wäre. Aber naja, was soll's. So, dann würde ich sagen, wir hauen uns ins Bett. Der Tag war lang. Wir ruhen uns aus. Ich sage Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen.